Provision versus Honorar, beziehungsweise Provisionsberatung versus Honorarberatung. Also das, was dort draußen viele Finanzdienstleister machen können und anbieten können. Und darum ranken sich ja jede Menge Mythen. Wann ist was besser? Wo entsteht ein finanzieller Vorteil für den Kunden, also für dich? Oder wann entsteht ein finanzieller Nachteil? Und das möchte ich heute mal an ein paar einfachen Grundlagen und Beispielen für dich oder euch, wie man es jetzt auch nimmt, aufdecken. Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Finanzrebellen, dein Finfutainment hier auf YouTube. Und fangen wir erstmal an mit den allgemeinen Unterschieden in der Betrachtung von Provision versus Honorar im Bereich der Finanzdienstleistung. Und dazu blenden wir natürlich hier auch gleich wieder etwas Schönes für euch ein. Und zwar Provision im Allgemeinen. Das ist ja vielen schon bekannt und auch nicht nur in der Finanzdienstleistung, sondern auch in ganz, ganz vielen anderen Dienstleistungen ein Vergütungsmodell. Und das Vergütungsmodell basiert halt immer auf den sogenannten erfolgreichen Abschluss, also eine leistungsbezogene Vergütung. Und diese leistungsbezogene Vergütung bemisst sich dann immer an einen gewissen Provisionssatz, den der Produktgeber dir vorgibt. Und genauso ist es in der Finanzdienstleistung. Also zum Beispiel, wir beide setzen uns zusammen. Ich berate dir ein Produkt auf Berufsunfähigkeit oder auf die private Krankenversicherung. Dann ist es so, dass ich dann eine Provision, Kortage nennt man es auch ab und an, von dem Produktgeber für den erfolgreichen Abschluss bekomme. Das kann entweder eine prozentuale Beteiligung an der Abschlusshöhe selbst sein oder zum Beispiel bei der PKV ist es zum Beispiel sehr üblich, dass dort eine Beteiligung anhand von Monatsbeiträgen stattfindet. Also sprich, du schließt eine PKV ab und der Berater bekommt 6 bis 8 Monatsbeiträge, was du sozusagen an die PKV bezahlst, an Provision ausgezahlt, ja, um da mal so ein paar Beispiele zu nennen. Das Honorar hingegen ist natürlich wieder etwas völlig anderes und umgekehrt. Und das Honorar zahlt hingegen der Kunde dem sozusagen Berater oder auch dem Anwalt oder ähnliches, wer auch jetzt dahinter steht. Also auch selbst das Honorar gibt es nicht nur in der Finanzdienstleistungsbranche, das gibt es in sämtlichen anderen Branchen natürlich auch. Und in dem Fall entstehen ja auch schon sozusagen, nennen wir es einfach mal, ein paar Interessensunterschiede. Es wird ja auch allgemein, so wie es im Volksmund gerne mal dort über die Stammtischbaronen rübergeht, dann gesagt, dass sozusagen, wenn man auf Provisions beratet, dass man auch zum Beispiel gar nicht unabhängig beraten kann. Das ist auch eine völlige Falschannahme, wenn du dir sozusagen auch frei den Provisionsgeber aussuchen kannst und nach sozusagen deinen eigenen Kriterien, nach dem bestmöglichen Produkt für den Kunden agierst, dann achtest du sowieso weniger auf die Provision als Berater. Und deshalb ist auch dieses Augenmerk, Provisionsberater sein nicht unabhängig, erstmal im Allgemeinen so nicht richtig. Und klar, wenn man das jetzt mal wieder bezieht auf die Finanzdienstleistungsbranche, kommt es speziell darauf an, welchen Status du hast. Bist du zum Beispiel ein Vertreter, bist du ein Mehrfachagent, bist du ein Makler etc. pp. Ja, und danach hängt das dann ab, ob du sozusagen unabhängig oder abhängig agierst in dem ganzen Bereich und je nachdem dann auf deine Provision beziehst. Aber auch genauso kann man sagen, dass ein Honorar nicht unabhängig ist. Also man kann den Spieß auch sozusagen umdrehen. Ja, das geht in beiden Stellen. Deshalb natürlich, ich sage mal so, ein Honorar hat natürlich gewissermaßen mehr Freiheiten, ne, weil man jetzt nicht mehr zwangsläufig für das Endergebnis, das resultierende Endergebnis bezahlt wird, sondern für die Arbeit selbst. Ne. Bestes Beispiel auch Leute, die auf der Baustelle arbeiten und nach Stundenlohn abrechnen. Ja. Genauso ähnlich nach dem Prinzip ist das. Ne. Aber das Ergebnis muss jetzt auf der Baustelle nicht stimmen. Und andersrum, auf der Baustelle muss das Ergebnis erstmal stimmen und dann gibt es Geld. So kann man vielleicht auch noch so in der einen oder anderen Darstellung für euch einen Unterschied zwischen Provision und Honorar machen. Kommen wir aber auch mal zu dem zweiten Punkt, und zwar, wann ist eine Provision sinnvoll im Rahmen der Finanzdienstleistung, Finanzberatung, Versicherungsberatung etc. pp.?
Und wann ist ein Honorar sinnvoll? Und hier sage ich jetzt allen Beratern, die jetzt auch dort zusehen und allen Kunden dort draußen, whatever, meine persönliche Meinung aus 7 Jahren Beratungserfahrung. Ja? Kann in der Praxis Änderungen geben oder vielleicht nochmal andere Sachen, die ich sogar vielleicht nicht kenne. Aber jetzt aus diesen 7 Jahren Erfahrung in Arbeit zusammen mit Kunden meine persönliche Meinung dazu, die ist super subjektiv. Und diese lautet, es kommt speziell darauf an, in welchem Bereich du tätig bist. Persönlich, und das werde ich auch anhand von 2 Beispielen euch belegen, dann im Anschluss, bin ich der Meinung, dass im Bereich zum Beispiel alles, was Risikoabsicherungen im Bereich von Finanzen, also sprich jetzt Versicherungen wie Berufs- und Fähigkeitsversicherungen, Risikolebensversicherungen, aber auch Sachversicherungen wie Hausrat, Wohngebäude, Haftpflicht, Kfz und so weiter, dass dies alles auf Provision stattfinden kann und auch in den meisten Fällen stattfinden sollte, weil es sozusagen kaum einen finanziellen Vorteil für den Kunden gibt. Und wenn, denn nur in sozusagen gewissen Voraussetzungen extrem oder extremen Beispielen, je nachdem. Ja, ich bringe aber nachher auch mal ein sehr objektives Beispiel mit mehreren Szenarien, wo das auch da nochmal eine kleine Abweichung geben kann. Und alles, und das ist auch wiederum meine Meinung, was im Bereich Sparen, Investieren, Anlegen oder Rentenabsicherung geht. All das sollte auf Provision, nicht Provisionsbasis, jetzt habe ich es fast falsch gesagt, auf Honorarbasis stattfinden. Und das werde ich euch jetzt gleich auch noch in der Situation belegen. Und gleich nochmal für alle Berater dort draußen und gleichzeitig auch an alle Kunden dort draußen mit. Viele wissen gar nicht, dass sehr viele Berater eigentlich auf Honorar beraten könnten. Betonung drauf könnten. Aber es nicht machen. Denn 95% der Finanzdienstleistungsbranche hier in Deutschland berät, und das muss man sagen, leider ausschließlich auf Provision, obwohl sie gleichzeitig mit auf Honorar beraten könnte. Es geistert so ein bisschen der Mythos, gerade in der, ich nenne es jetzt mal Provisionsszene rum, dass man nicht auf Honorar beraten dürfte. Dafür gibt es aber rechtlich gar so gesehen gar keine Grundlage. Natürlich dürftest du auch auf ein Honorar beraten und dürftest du auch eine Provision nehmen und darfst auch eins von beiden verzichten. Das Ganze ist entstanden dadurch, dass irgendwann mal in Deutschland in der gesetzlichen Regelung des Handelsgesetzbuches der reine Honorarberater, zum Beispiel für Anlagen ne, wie ETF-Sparplan etc., oder halt auch der reine Versicherungsberater mit in die Handelsgesetzbücher aufgenommen worden. Das ist in der Begrifflichkeit der 34H nennt sich das. Und ab dem Zeitpunkt, wo die aufgenommen worden sind, die haben sich sozusagen vom Handelsgesetzbuch aus rechtlich verpflichtet, Provisionen nicht anzunehmen oder wenn sie kommen, an den Kunden weiterzugeben. Ja? Und aus dieser Begrifflichkeit, die dadurch entstanden ist und der Annahme, ist irgendwann mal der Mythos rübergeschwappt zu den ganzen Provisionsberatern, dass man entweder nur Provisionen und nur Honorar beraten darf. Aber es gibt da rechtlich ganz, ganz klare Aussagen dazu. Kann man sich auch mal gerne informieren, zum Beispiel beim Peter Süßengut. Das ist betrifft jetzt speziell die Berater dort draußen, ein Bekannter von mir, hier übrigens aus Leipzig, oder auch mal bei der Anwaltskanzlei für Finanzdienstleister wird Rechtsanwälte. Ja, also die haben dazu auch die Thematik mal komplett rechtlich aufgearbeitet und deshalb, ihr könnt Honorare dort anbieten und du als Kunde kannst dort auch konkret deinen Berater fragen, ob du einen Honorartarif bekommen kannst. Und das Ganze nennt sich jetzt nochmal im Speziellen, gerade bei denen, die eigentlich auf Provision beraten, wie der angemeldete Versicherungsmakler nach 34D, nennt sich das ein sogenannter Nettotarif. Das ist sozusagen eine andere Begrifflichkeit für den Honorartarif oder beziehungsweise den abschlusskostenfreien Tarif. Darum geht es ja. Und Abschlusskosten ist jetzt eine Brücke mal zu dem dritten Punkt, dass wir mal diese Beispielberechnung dafür durchnehmen. Auch das blenden wir euch jetzt gleich hier wieder ein. Und das erste Beispiel möchte ich mal für euch nehmen, wo ich ja gerade klar meine Meinung dazu gesagt habe, ist, dass man für Spar-, Investment-, Anlage-, Rentenverträge
im Idealfall nur ein Honorar nehmen sollte, gar kein Provisionsvertrag. Ja? Auch wenn das viele Berater da draußen jetzt gegen den Kopf stoßen wird, aber ich stoße ja gerne mal gegen den Kopf, um das ganze Thema wachzurütteln. Und wir nehmen hier mal ein ganz einfaches Beispiel, und zwar vielleicht an einer Rentenversicherung, beziehungsweise das, was ich ja gerne hier propagiere auf dem Kanal, die ETF-Rentenversicherung. Und wir machen den Vergleich zwischen einem Provisionstarif und einem abschlusskostenfreien Nettotarif, Schrägstrich Honorartarif. Und hier jetzt in diesem Beispiel aufgeführt, nehmen wir mal einen 32-jährigen Mann, eine 32-jährige Frau, wie ihr wollt, die im Monat jetzt 250 Euro bis zum Renteneintritt 67 anlegen möchte. Das Ganze müssen wir mal 12 Monate multiplizieren und das Ganze bis 67, 32 bis 67 sind dann noch 35 Jahre. Darauf ergibt sich sozusagen eine Summe von 105.000 Euro, die diese Person anlegen will. Und jetzt ist es so, ab dem Zeitpunkt, wenn du mit sozusagen Provisionstarifen, Abschlusskostentarifen arbeitest, wird jetzt auf diese Summe, die beim Anlegen entsteht, ein Provisionssatz berechnet. Ja, also diese Summe, diese 105.000, die wir jetzt gerade berechnet haben, ist in der Fachsprache eine sogenannte Bewertungssumme. Ja, und auf diese Bewertungssumme gibt es dann die Provision. Üblich sind jetzt zum Beispiel bei solchen Renteninvest-Sparverträgen, je nachdem, da muss man dann halt schauen, da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen, 3-6%, je nach Anbieter. Am häufigsten sehe ich zum Beispiel, ich kann solche Kortagetabellen abrufen bei meinen Maklerpools. Die darf ich natürlich nicht öffentlich zeigen, das ist ganz klar, wegen den Vereinbarungen, die dahinter stehen. Aber ich kann euch mal den Durchschnittswert nennen, den ich so bei den meisten Anbietern dort gesehen habe. Und der liegt so circa bei 4,2%. Das nehmen wir jetzt auch mal, um die Rechnung vorzuführen. Und wenn wir jetzt auf 105.000 Euro 4,2% rechnen, dann ist es so, dass wir jetzt eine Summe von insgesamt 4.400 Euro dort haben. Diese 4.400 Euro ist jetzt sozusagen das, was an provisionsfällig wird. Das ist jetzt auch nicht gleich das alles, was an den Berater ausgezahlt wird. Da geht ein bisschen an den Maklerpool, dann muss man daraus noch eine sogenannte Storno-Reserve machen. Storno, da gehe ich jetzt gleich auch nochmal drauf. Das ist nämlich ein sehr, sehr wichtiges Wort nochmal in dem ganzen Konstrukt. Und dann bleiben da jetzt vielleicht effektiv 4.000 Euro circa roundabout übrig. Ja? Okay, aber das tut erstmal nichts zur Sache. Denn das, was ich gerade angesprochen habe, das Thema Storno-Reserve. Denn wir haben jetzt ein kleines Problem. Ich habe euch ja vorhin erzählt, bei der Provision ist es ja so, dass die Provision vom Produktgeber kommt. Also der Kunde zahlt diese Provision ja nicht. Aber der Produktgeber muss sich ja das Geld irgendwo herholen. Und wenn wir jetzt das mal auf Spar- und Investmentverträge beziehen, gibt es in den meisten Fällen bei solchen Gesellschaften eine sogenannte Storno-Haftungszeit. Die beträgt meistens 5 Jahre. Und diese Storno-Haftungszeit wird bezogen auf die Abschlusskosten auf den Vertrag umgemünzt. Das heißt so viel wie, die Kosten für den Vertrag werden die ersten 5 Jahre aus dem Sparanteil genommen. Und jetzt würde sich hier eine ganz, ganz einfache Rechnung für dich oder in diesem Beispiel ergeben. Wir nehmen diese 4.400 Euro, teilen die durch 5 Jahre und natürlich nochmal durch 12 Monate, weil wir haben ja jeden Monat. Und daraus ergibt sich jetzt ein Wert von 73,50 Euro. Und diese 73,50 Euro müssen wir jetzt beziehungsweise von den 250 Euro abziehen, die wir ursprünglich einzahlen, weil natürlich in den ersten 5 Jahren diese Provision entnommen wird. Und genau da entsteht eine Tücke, da ist dieser signifikante Fehler oder woran ich mich ziemlich stark beiße, dass dann, wenn der Zinseszinseffekt am stärksten ist, also sprich das Geld, was am meisten auf die Laufzeitrendite machen könnte, genau dann in diesem Zeitraum abgeschnitten wird. Und das bedeutet kurz gesagt, in den ersten Jahren geht halt weniger Geld rein, da wo eigentlich mehr Geld reingehen müsste, damit das Endergebnis entsprechend hoch ist. Ich habe das Ganze mal noch ein bisschen weitergerechnet und mal angenommen, dass dieser Vertrag 9% Rendite gemacht. Wir schlüsseln die Berechnung hier gleich nochmal insgesamt auf. Erik darf sich dann drum kümmern hinter der Kamera. Und das würde jetzt hier in diesem Fall zu einem Endergebnis von 605.000 Euro führen. Keine weiteren Kosten, die dahinter stehen, jetzt wie Verwaltungskosten und natürlich auch ohne Steuern gerechnet, also Bruttowert. Soweit erstmal klar. Das wird jetzt gleich nochmal etwas schlüssiger für euch, alle Beratenden, alle Kunden, alle die Zuschauer, Interessierten, die jetzt
bei dem Thema Honorar darauf achten. Honorar ist ja erstmal so, dass das hat einen entscheidenden Vorteil gegenüber der Provision, dass der Berater ja sein Honorar selber festlegt. Also der kann jetzt entscheiden, wie viel Honorar möchte ich jetzt von dem Kunden bekommen. Und so ein Honorar wird in der Regel einmalig, genauso wie die Provision, einmalig vom Kunden, dem Berater, ausgezahlt. Und in diesem Fall habe ich jetzt mal ein Beispiel gemacht. Was würde ich jetzt zum Beispiel nehmen? Ne? Habe ich jetzt nochmal grob überschlagen. Natürlich ist das für alle, die vielleicht zukünftig an meiner Beratung interessiert sind, keine verbindliche Aussage. Ja, nicht, dass ihr euch da jetzt drauf stützen wollt. Aber für diesen Vertrag würde ich anstelle von 4.400 Euro Provision zum Beispiel den Kunden vorschlagen, hey, lass uns daraus ein einmaliges Honorar von 3.250 Euro machen. Und jetzt merkt man schon mal an der ersten Stelle, dadurch, dass der Berater natürlich mehr Freiheit und mehr Flexibilitäten hat, das Honorar selber zu bestimmen, kann er natürlich auch dem Kunden entgegenkommen und sagen, hey, ich nehme natürlich erstmal viel, viel weniger, als so das Übliche an Provisionen ist. Das heißt, in diesem Beispiel hätten wir jetzt schon sage und schreibe 1.160 Euro, habe ich auf meinem Zettel stehen, ja, 1.160 Euro gespart. Genau, weil die Provision, ich habe es hier ein bisschen hässlich geschrieben, eigentlich 4.410 war. Das ist dann aber schon in den Grafiken alles korrigiert. Nicht, dass ihr euch wundert. Jetzt ist der Cliffhanger aufgelöst. Und wir reden auch nicht davon, dass noch irgendwelche Abschlusskosten auf den Dynamiken sind. Da mache ich jetzt gleich nochmal eine Erklärung auch zu dem Thema bei dem Honorar, bei der Provision. Meine Güte, ey, da kommt man echt durcheinander. Und ihr seht schon, also weniger gezahlt. Es werden keine weiteren Abschlusskosten zum Beispiel auf Dynamiken fällig. Und es gehen, und das ist das Entscheidende, jetzt sofort 250 Euro in den Vertrag, in das Depot, in die Geldanlage, whatever. Und das würde jetzt dafür sorgen, dass man bei 9% Rendite 678.000 Euro als Endergebnis hat, wenn man natürlich jetzt mit keinen weiteren Kosten an der Stelle in irgendeiner Form rechnet. Das heißt, wenn wir das mal zusammenfassen, gegenüber dem anderen Vertrag, dort hatten wir ein Endergebnis von 605.000 Euro und hier jetzt, wie gesagt, das Ergebnis von 678.000 Euro. Wenn wir das jetzt nochmal mit dem Vorteil aus dem Honorar zusammenfassen, hätten wir sozusagen einen Gesamtvorteil von 74.160 Euro in dem gesamten Vertrag gehabt, nur weil du dich vielleicht dafür entschieden hast, anstelle eines Provisionsprodukts ein Honorarprodukt zu nehmen. Und das ist zum Beispiel der Grund, warum ich nur noch Netto bzw. Honorar in solchen Bereichen berate, weil der finanzielle Vorteil für den Kunden hier sehr eindeutig und klar ist. Es wäre sogar ein erheblicher finanzieller Nachteil, einem Kunden ein Provisionsprodukt an der Stelle zu beraten. Auch nochmal hier, nochmaliger Hinweis, das ist meine subjektive Meinung. Ihr Berater dort draußen dürft gerne einer anderen Meinung sein. Genau, was wir jetzt noch nicht mit eingerechnet haben, ist zum Beispiel das Thema Dynamik. Also sprich, du entscheidest dich dafür, dass jedes Jahr ein gewisser Prozentsatz mehr angelegt wird in deinen Vertrag, in deinen ETF, in deine Anlage, whatever. Und das Problem bei Provisionen ist oder bei vielen Provisionsproduktenanbietern, dass dieser Mehrbeitrag, der zum Beispiel von der Dynamik auf die monatliche Summe dann jedes Jahr draufkommt, auch gleichzeitig nochmal nachträglich in diese Bewertungssumme einfließt. Und das führt natürlich dazu, dass der Berater nachträglich auch nochmal eine Provision aus dem Geld bekommt, das du für dich, für deine Altersvorsorge oder was auch immer wegsparst. Und das ist sozusagen ein doppelter Nachteil. Das heißt, du wirst jetzt mal rein objektiv betrachtet nochmal dafür bestraft, dass du mehr Geld wegsparst, um auch noch die Inflation während der Vertragslaufzeit auszugleichen. Und das ist noch so ein Grund, warum ich von Provisionsprodukten bei solchen Anlagespar-Investment-Rentenprodukte nichts halte und persönlich jeden Kunden davon nur dringend abraten kann. Aber mit dem Wissen könnt ihr jetzt zu jedem Berater dort draußen gehen und ihn selber auf die Füße treten, zu sagen, wir wollen sowas. Okay. Beispiel Nummer 2, da wo ich eher nämlich sagen würde, jetzt lohnt sich definitiv mal eher ein Provisions-Cottage-Abschlusskostenprodukt zu nehmen als ein Honorarprodukt.
Und dazu nehmen wir auch mal wieder das Beispiel eines Kaufmannes, Kauffraues, 32 Jahre alt, entscheidet sich dazu, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Ich habe mal ein Beispiel von einem Anbieter genommen, bei denen würde er jetzt bei einem Provisionsprodukt, also BU, 1500 Euro absichern, ab heute, jeden Monat bis zu seinem Renteneintritt 67, also 35 Jahre, und würde heute dafür 88 Euro im Monat zahlen. Würde bedeuten, dass er auf die gesamte Vertragslaufzeit 36,96 Euro, nein, nicht 36, 36.069 Euro zahlen. Oh Gott, ist schon ein langer Tag. Verzeiht es mir bitte. Man könnte jetzt überstreiten, ist das viel, ist das wenig, whatever. Was auf alle Fälle erstmal wichtig ist, dass wir hier jetzt auch in diesem weiteren Berechnungsbeispiel zu Honorar keine weiteren Dynamiken oder Ähnliches mit einrechnen, weil das diese ganze Rechnung jetzt erheblich komplizierter machen würde. Gehen wir aber mal von zwei Szenarien aus. Und jetzt muss man mal, gerade was solche Risikoabsicherungen betrifft, wie Berufsunfähigkeitsversicherung, da muss man sozusagen der ganzen Branche mal ein bisschen auf die Füße treten, weil da ist ein sehr, ich sage mal, A, überschaubarer und B, semi-optimaler Markt. Was meine ich damit? Und darum kommen jetzt zwei Szenarien für so einen Honorarvertrag. Denn es gibt Honorarverträge, die wirklich so kalkuliert sind, dass der Beitrag, den du zu Beginn zahlst, inklusive Honorar, erheblich besser sind. Ja? Also sprich, weil keine Abschlusskosten anfallen, ist der monatliche Beitrag niedriger. Das seht ihr gleich. Es gibt aber auch Verträge, und da kommt wieder diese Stornohaftungszeit ins Spiel. Die sagen, weil es ein Honorarvertrag ist, in den ersten 5 Jahren zahlst du ein klein wenig weniger. Seht ihr auch gleich in dem Beispiel. Aber dann ab dem 6. Jahr wird das ausgeglichen und ihr zahlt auf einmal mehr, als ihr sogar hättet in diesem Provisionsvertrag gezahlt. Und diese beiden Berechnungen in so einem Honorarvertrag möchte ich euch mal offenlegen. Und was ich hier auch noch nicht gezeigt habe, simuliert habe, ist das Honorar selber. Ja, das ist dann auch noch nicht mit reingerechnet insgesamt. Erkläre ich aber auch nochmal. Also, machen wir erstmal Szenario 1, auch wieder eine BU, 1500 Euro, machst du mit deinem 32. Lebensjahr zum Abschluss im Honorarvertrag, kostet jetzt bei einem Honoraranbieter, den ich berechnet hatte, der so ein gleichbleibendes, gut kalkuliertes Modell hat, 79 Euro im Monat. Das würde bedeuten, dass du dann auf die gesamte Vertragslaufzeit ohne Dynamiken 33.180 Euro sozusagen an den Versicherer dahinter zahlst. Das wäre jetzt zu dem Provisionsprodukt auch mal hiermit eingeblendet eine Differenz von 3.780 Euro auf die gesamte Vertragslaufzeit. Also definitiv ein sichtbarer finanzieller Vorteil in dem Fall. Aber wir müssen ja auch bedenken, der Berater dahinter will vielleicht auch ein Honorar. Also zum Beispiel 1.000 Euro vielleicht für die gesamte BU, Abschlussberatung etc. Ja, vielleicht auch 500, whatever. Musst du mit deinem Berater selber ausmachen. Aber das Szenario B, was ich gerade erzählt habe, sprich, dass die ersten 5 Jahre diese reduzierten Beiträge anfallen, auch in diesem Beispiel 79 Euro die ersten 5 Jahre. Und dann habe ich das mal bei so einem anderen Versicherer durchkalkuliert, kommt dann ab dem 6. Jahr auf einmal ein Beitrag von 93 Euro. Und den natürlich noch die restlichen 30 Jahre durchgezogen. Würde jetzt in diesem Fall bedeuten, dass der Kunde sogar, ohne das Honorar eingerechnet zu haben, etwas mehr als 38.000 Euro eingezahlt hätte. Macht in dem Fall eine Differenz, ich habe es nochmal ausgerechnet, zu dem Provisionsvertrag auf einmal ein Minus von 1.260 Euro, ohne dass wir das Honorar des Beraters mit eingerechnet haben. Und das ist halt so die Tücke. Dadurch, dass der Markt noch einfach nicht genug Produkte dort rausgegeben hat, weil es A, verhältnismäßig wenige Berater gibt, die das auf Honorar beraten, und B, auch verhältnismäßig wenig Kunden gibt, die Interesse an so einem Produkt auf Honorarbasis haben. Und diese beiden Probleme führen jetzt zu diesen mehreren Szenarien, ne? Dass sich das lohnen kann oder auch nicht. Und vor allem jetzt mal gesponnen, wenn der Versicherer, der zum Beispiel das A-Modell gesagt hat, in der Risikovoranfrage sagt, nö, wir versichern dich nicht, aber Versicherer B ja, dann musst du ja sozusagen zwangsläufig, nur weil du ein Honorar haben willst, dann doch den gesamtfinanziellen Nachteil mitnehmen. Und darum bin ich bei solchen Risikoabsicherungen, wie zum Beispiel Berufsunfähigkeitsversicherung, Grundfähigkeit, private Krankenversicherung und so weiter und so fort, erstmal definitiv ein Freund davon, Provisionen und Kontagen entgegenzunehmen. Und das hat noch einen zweiten Vorteil, denn jetzt kommt auch wieder diese Stornohaftungszeit, die ich die ganze Zeit erwähne, die ein Berater hat, in den meisten Fällen 5 Jahre.
Wenn du jetzt zum Beispiel feststellst, dein Berater hat nach Abschluss irgendwelchen Mist gebaut mit diesem Vertrag, sei es in der BU, der hat vergessen, eine sogenannte Rentensteigerung mit einzubauen und du wolltest aber eine haben oder hast nachträglich erfahren, die macht Sinn, dann hast du sozusagen die Möglichkeit, den Vertrag natürlich zu kündigen, jederzeit. Ja? Das führt dazu, dass der natürlich anteilig die Provision, die ihm gezahlt worden ist, auch wieder zurückzahlen muss. Das heißt, der Berater steht sogar hier an der Stelle unter Druck, gute Arbeit für dich zu machen, damit du diesen Vertrag eben nicht innerhalb der ersten 5 Jahre kündigst und der anteilig das Geld dafür zurückzahlen muss. Das heißt, du hast sozusagen sogar nochmal, ich nenne es mal so einen längeren Hebel an der Hand, gut beraten zu werden. Und darum hat hier in diesem Fall die Provision einen Vorteil, weil ein Honorarberater hat diese Situation nicht. Da sind wir halt wieder nicht nach dem ergebnisorientierten Arbeiten, sondern nur das Arbeiten nach Stunden, was ich vorhin erklärt habe. Aber das so mal als einfacher und erster übersichtlicher Einblick. Ich hoffe, das war soweit verständlich für euch. Wenn dazu natürlich noch Fragen sind oder ihr mal natürlich mehr zu dieser Thematik wissen wollt oder weitere Beispielrechnungen, Vergleiche vielleicht auch von Produkten haben wollt in solchen Bereichen, dann kommentiert das unbedingt. Und damit ihr das Video dann auch anschließend nicht verpasst, lasst definitiv das Abo da. Und wenn du das selber auch mal für deine Verträge überprüft haben willst, dann schau mal unten in die Beschreibung. Dort habe ich mein Kontaktformular verlinkt. Dort kannst du mich jederzeit kontaktieren und dann können wir deine Verträge natürlich auch mal auf diese Prinzipien prüfen. Und bitte an alle Berater dort draußen, seid fair in den Kommentaren. Ich möchte hier niemand bloßstellen, niemand in die Ecke stellen. Es gibt sowas und sowas. Es gibt, wie ich es gerade erklärt habe, Situationen, da macht ein Honorar Sinn. Es gibt Situationen, da macht eine Provision Sinn und so weiter und so fort. Es gibt in diesem Fall kein besser und schlechter. Es kommt zum Schluss immer auf den Kunden, seine Wünsche und seine höchst individuelle Situation an. Und damit wünsche ich euch natürlich noch alles Güte. Alles Gute und natürlich freue ich mich darauf, dass ihr beim nächsten Mal wieder anschaltet. Bis dahin.